großer, dünner Junge. Er war sehr oft krank und sehr zerbrechlich. Dauernd hatte er Erkältung oder Magenprobleme. Mein Bauch tut weh. Oh. Sein Bruder Carlos trainierte mit einem japanischen Jiu-Jitsu-Meister jeden Tag auf der Matte. Er lernte werfen, fallen und viele andere Techniken. Er wurde immer stärker und kräftiger. Oia! Oia! Carlos hatte so viel Spaß am Training, dass er die Techniken jeden Tag seinen vier Brüdern zeigte. Jeden Nachmittag also kämpften sie gegeneinander auf der Matte. Los, jetzt wir beide gegeneinander. Hu, ha, nochmal, hu, ha. Nur einer durfte nicht mitmachen. Helio. Er war einfach zu leicht und zu schwach. Also stand er immer nur traurig neben der Matte und schaute seinen Brüdern bewundernd zu. Ach, wäre ich doch so ein starker Kämpfer wie mein großer Bruder Carlos. Wenig später eröffnete Carlos seine eigene Kampfsportschule in Rio de Janeiro. Eines Tages war so ein Stau auf den Straßen, dass Carlos zu spät zu seinem Training kam und sein kleiner Bruder Helio als Trainer einspringen musste. Die Schüler waren so begeistert, dass er von da an auch auf der Matte mittrainieren durfte. Oh, Entschuldigung, es war so ein Stau, ich bin zu spät, Entschuldigung. Kein Problem, Helio hat Training gegeben. Kann er jetzt immer Trainer sein? Leider funktionierten viele der Techniken für Helio nicht. Die anderen waren einfach alle stärker und größer. Er war frustriert. Wie soll ich jemals jemand anderen besiegen? Doch anstatt Trübsal zu blasen, schaltete er sein Köpfchen ein. Wie kann ich die Techniken so umbauen, dass ich auch gegen Stärkere gewinnen kann? Er tüftelte und übte. Oft verlor er und viele lachten ihn aus. Du wirst niemals gewinnen, du schlappe Nudel. Doch nach und nach baute er die Techniken so um, dass sie funktionieren. Zum Beispiel die Triangel. Normalerweise braucht man viel Kraft zum Würgen. Aber wenn ich meine Beine nutze und diese verschließe, dann kann ich gewinnen. Mit diesen Tricks konnte er gegen viele starke Gegner, die sogar 20 Kilo schwerer waren, gewinnen. Er gewann einen Kampf nach dem nächsten und sammelte Pokale und Medaillen. Als er ein erwachsener Mann war, hatte er 9 Kinder. Er wollte so viele Kinder, damit sie miteinander trainieren konnten. Er übte jeden Tag mit ihnen und sie mussten wirklich hart trainieren. Los geht's, nicht aufgeben hier, komm! Ich kann nicht mehr. Weiter, weiter, immer weiter! Eines seiner Kinder, Royce, trat dann später bei einem gefährlichen Turnier an, wo 2 Gegner in einem Käfig gegeneinander treffen. Es gab fast keine Regeln. Dort musste er gegen Boxer aus Amerika, Karatekämpfer aus Japan, Taekwondo-Kämpfer aus Korea, Kung-Fu-Mönche aus China und Muay Thai-Kämpfer aus Thailand antreten. Und er gewann das Turnier und zeigte allen, dass das Gracie-Jiu-Jitsu seines Vaters eines der effektivsten Kampfsportsysteme ist. Tja, gut, dass der zerbrechliche, dünne junge Helio sich niemals entmutigen lassen hat und nicht aufgegeben hat. Das war die Geschichte des brasilianischen Jiu-Jitsu. Das ist der Kampfsport, den eure Kinder hier beim Pazuro erlernen.